tatsächlich die eine oder andere hier vorgeführte Kampfsportart. Mixed Martial Arts, MMA, Muay Thai, Kickboxen und das volle Programm. Ich glaube, das sind die Formate der Zukunft. Schauen Sie mal so ein bisschen in das, was kommt, in das, was gewesen ist. Das Bundesliga-Boxen etabliert sich und auch natürlich die großen Vereine, die großen Anbieter Sauerland, Peter Kohl und so weiter. Aber das, was hier im Nachgang kommt, ist sicherlich die Geschichte, die auf lange Sicht sehr von Erfolg geprägt sein wird. Und dann, meine Damen und Herren, kommen wir zum Hauptkampf des heutigen Abends, der Auseinandersetzung zwischen Youssef Kouainimi und Dimitri Weimer. Wir beginnen mit dem Walk-in des Kämpfers in der roten Ecke. Prince Wolfram aus Wuppertal, einfach nur Applaus für Youssef Kouainimi. Dimitri Weimer, er kommt vom Gymkram aus Hamburg. Hier ist er für Sie, meine Damen und Herren, Applaus für Dimitri Weimer! Youssef Kouainimi, der junge Mann ist 31 Jahre jung, 73,7 Kilogramm schwer. In seinem Startbuch stehen 43 außergewöhnliche Kämpfe, 35 Siege, 17 davon durch K.O. Er ist International Champion der WBC 2009 im Muay Thai, in dem Ranking der World Boxing Council und IKBO European Champion 2006 und 2007. Kommt Sie mich als bei ihm in der Ecke. Ladies and Gentlemen, der Kämpfer der roten Ecke, Applaus für Youssef Kouainimi. Der junge Mann in der blauen Ecke, meine Damen und Herren, ist Pro-EM Deutscher Meister im Vollkontakt der BKM, der World Kickboxing Network. Er ist Pro-EM Deutscher Meister im Kickboxen in derselben Kategorie. Tiger und Benjamin Özdemir stehen in seiner Ecke. In seinem Startpunkt stehen 43 Kämpfe, 36 Siege, 24 davon durch K.O. Ladies and Gentlemen, von Gymkram Hamburg, einfach nur einen sportlichen Respekt und Applaus hier für Sie. Wir bedanken uns einmal hier Coffee und so Coffee Shop in Herzen Rostocks. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Sponsoring bei Meyer Beer Coffee, unserem Coffeeshop im Herzen der Rostocks. Bei diesem Kampf handelt es sich um ein Rematch des German King Cup.